Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen an Tag 5. Das ist der 5. Dezember und ich stelle euch Schüsslersalz Nummer 5 vor. Das ist das Kaliumphosphoricum. Ein super wichtiges Salz. Kaliumphosphat als Phosphatsalz, wie ich es eingangs bei der Nummer 2 schon mal sagte, ist ein Salz, was Energie liefert. Die Nummer 5 ganz im Speziellen ist sowieso generell das Nerven- und Energiemittel. Es ist daran beteiligt, dass sich Gehirn, Nerven und auch Muskelzellen aufbauen und auch regenerieren und bei allen Problemen, die irgendwie im Zusammenhang damit stehen, ob es jetzt Erschöpfung, wirklich auch leichte depressive Verstimmungen, Antriebslosigkeit, vielleicht auch Ängstlichkeit sind, ist Nummer 5 ein richtig, richtig gutes und hilfreiches Salz. Es ist das Salz der Lebensfreude und wie ich bei Schüsselsalz Nummer 3 schon einmal ganz kurz erwähnt habe, auch Bestandteil der Kraftmischung. Wahrscheinlich das Mittel, das zentrale Mittel neben der Nummer 3 und der Nummer 8, was Kraft spendet und uns eben, wie gesagt, aus schweren Phasen oder generellen Anstrengungsphasen richtig, richtig gut unterstützt. Also die 3, 5, 8 als Kraftmischung oder aber auch wirklich einfach mal die Nummer 5, wenn man so richtig schlapp, müde, erschöpft ist. Vielleicht mal mit 20 Tabletten am Tag wirklich mal über einen längeren Zeitraum nehmen, um einem selber einfach mal wieder so einen richtigen Energiekick zu geben. Darüber hinaus ist es das biochemische Antiseptikum. Man kann es bei schlecht heilenden Wunden nehmen. Hier auch wieder ruhig äußerlich ein paar Tabletten in Wasser auflösen. Der Milchzucker, der die Hauptbestandteil der Schüsslertabletten ist, wirkt dazu auch noch antiseptisch und in dem Fall dann eben auch wirklich die Nummer 5. Außerdem bewährt hat es sich bei Zahnfleischbluten, generell Probleme mit dem Zahnfleisch, Mundgeruch. Ja, und eben wie ich gerade schon sagte, schlecht heilende Wunden generell. Also überall, wo das Gewebe, die Zelle Kraft braucht, sollten wir unbedingt an die Nummer 5 denken. Hier gibt es auch wieder so einen Anhaltspunkt, was die Vorlieben, die Heißhungerattacken betrifft. Wenn man so einen diffusen Hunger verspürt und einfach irgendwas Essbares sucht oder auch Nüsse. Ich finde mal so ein schönes Beispiel, was ich mal gehört habe, die Walnuss, die ja wirklich aussieht wie ein Gehirn, so als die Nahrung halt eben auch wirklich für unser Nervensystem und eben unser Gehirn. Optimal unterstützt wird es eben, wenn man die Nummer 5 parallel einsetzt und ja, vielleicht belasse ich es dabei heute auch einfach schon abschließend und betone nochmal, es ist das Nerven- und Energiemittel, das für Gehirn, Muskulatur und eben diese Strukturen wirklich unglaublich wichtig ist. Das Salz der Lebensfreude und wenn du für diesen Winter auch dich nach mehr Kraft sehnst und halt eben genau das für dich brauchst, dann steig einfach mal mit der Nummer 5 ein. Es ist ein super unproblematisches Salz, eins der wichtigsten Salze überhaupt und ja, mach eine Kur und fühl dich wohl. In diesem Sinne belasse ich es jetzt einfach mal hierbei und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis morgen.